Aber kein Mindtest, sondern mein Clone-Server. Genau. Also circa eine Stunde und 35, also eine Stunde und 30 Minuten, kann auch länger oder auch nicht länger sein, aber ja. Mal gucken. Genau. Ich sag einfach so, eine Stunde und 35 Minuten habe ich jetzt den Timer. Nice. Ja. Genau. Der nimmt auf, oder was? Du streamt oder nimmt auf? Der nimmt auf, oder? Nimmt er auf? Ach so. In diesem Server wird jetzt auch natürlich nicht die geilsten, besten Mods ever, sage ich mal so, sein. Weil der Server ja eh nur für die Livestreams gedacht sind. Also irgendwie weitere Mods. Wo war ich denn jetzt? Genau, wegen den Mods. Es werden auch jetzt natürlich nicht mehrere oder nicht nochmal plus mehr Mods geben. Also das Einzigste, wenn dann, wenn ich irgendwie diese Farming-Mod wiederfinde, eigentlich ist die an. Eigentlich ist die Farming-Mod an. Aber die gibt es hier nicht. Es gibt keine Kartoffeln. Keine Ahnung, was los ist. Wurde die Mod irgendwie richtig umbenannt? Irgendwie Farming X oder so? Oder Farming Extended? Oder irgendwie anders? Keine Ahnung. Das triggert mich gerade ein bisschen. Warum ich dann hier überhaupt die. Wie heißt das? Tutorial Mod da auch installiert hat. Das ist einfach ja. Das ist. Oh Mann, da flippe ich gleich wieder aus. Ja. Das ist irgendwie kaum zu glauben. Weil sonst hätte ich ja gern die Mod noch gehabt. Aber wie gesagt, geht. Ja. Kaktus? Ja, egal. So, ich bin gerade noch nicht so richtig gut drauf. Ihr wisst wahrscheinlich warum. Aber ich finde irgendwie immer noch keinen guten Platz. Zumindest, was bedingt sein müsste, ist ein Platz, wo grün ist. Also. Ne, zum Bauen, so kleine Hütte, Farm und so weiter bauen, wo wir das Ganze hinbauen wollen, es muss eine schöne grüne Fläche sein. Wenn es geht. Hat er mir jetzt was gedroppt? Hallo? Oh. Danke. Sie hat mir doch jetzt. Genau, Bedingung muss sein, grüne Fläche, wenn es geht, ja, flach, nicht, dass man jetzt wirklich ein Hügel, voller Hügelberg, wie heißt da der eine YouTuber, das war nicht Thomas, das war irgendeiner, der hier auch so einen Mindtest, so eine Textur immer anhatte und irgendwie so einen richtigen Stein. Krater oder Loch, sag ich mal so, gebaut hat, irgendwie weil er da eine unterirdische Stadt reinbauen wollte oder so. Irgendwie sowas war das so einer.
Ja, zumindest ich will jetzt auch nicht so viel immer abbauen, weil das stresst mich auch irgendwie ein bisschen. Und das wäre natürlich immer nicht so spannend jetzt hier für den Stream. Abbauen, 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 abbauen. Ja, muss ich mal gucken. Warte mal. Ah! Die Dem. Ja, das ist ja gerade ein Scheißding mit der Sache. Ich weiß aber gerade, wie dieses Script da heißt, wo man, wenn man in eine Falle geht, zumindest wenn die Ethereal-Mod auch an ist, dass man ne, jetzt auch kein Damage mehr bekommt. Egal. Also grundsätzlich fürs Bauen und so weiter muss es eher flach sein. Grün. Sind schön aussehen natürlich auch von der Umgebung. Was nicht sein darf, ist gleich direkt nebenan ein Pilzbiom. Außer in German Ethereal Server, deren Folgenart ihr noch nicht kennt, aber nächstes Jahr gleich die ersten vier Folgen rauskommen werden. Wie gesagt, ich habe ja schon Folgen vorgeplant, also auch aufgenommen. Aktuell habe ich auch jetzt gerade noch eine Folge Ethereal von Volker Server aufgenommen, Folge 5. Muss ich auch noch schneiden und auch noch mal hochladen, aber ich weiß da auch noch nicht aktuell, wie viele Folgen ich mache. Status wird auch erst kommen, wenn ich ja jetzt zum Beispiel habe ich jetzt glaube ich bei der vierten Folge oder zwischen der dritten und vierten Folge habe ich natürlich dann ja schon einen schönen Platz, sage ich jetzt mal so, gefunden, wo man bauen kann und so weiter. Aber grundsätzlich, Schneebiom darf nicht so also gleich nebenan sein, irgendwie auf eine Art. Und wenn es geht, auch jetzt nicht so wüst, also wüstlich. Ne, also so viel Wüste oder so. Wie hier jetzt. Ah, schade. Egal. Der Server leckt vielleicht, ich weiß. Kann man aber gerade auch nichts ändern. Ich weiß nicht, wie läuft der Stream eigentlich gut? Nein. Das ist schon mal gut. Wie gesagt, kein Schneebiom. Also es muss jetzt nicht unbedingt Sand sein. Aber wenn jetzt da wirklich irgendwie was drin ist, dann ist das ja nicht so schlimm. Aber wenn ja, dann bitte eher kein Sand. Ja, wollen wir das einfach mal. Hier fängt irgendwie ja ein bisschen auch wieder grün an. Aber ich weiß jetzt nicht, ob hier sieht es ein bisschen zu hügelig aus, ne? Also quasi sowas zum Beispiel, aber eher etwas flächer, sag ich mal. Nehme einfach Bananen mit. Wieder dunkel.
Und natürlich auf Kackern kann auch ein Bisbee um deine Nähe sein. Aus der Schweige sind denn, müsst ihr, also, Schweige denn wie in Itoville Server von Walker, dass es zumindest knapp über einen Kilometer entfernt ist, also 1000 Blöcke oder so, oder eher weniger, werdet ihr aber erst später sehen. So, genau. Ich habe gesagt, ich werde auch dann später jetzt nach knapp 1 Stunde und 30 Minuten hier spielen und dann gehen wir erstmal rüber zu einem anderen Server. Und ich sag's mal so, es ist jetzt gerade auch nicht so richtig freiwillig. Eigentlich will ich ja auch eher nicht mehr spielen. Eigentlich macht das ja keinen Sinn mehr, wenn es so groß angekündigt worden ist, dass der Server bald nicht mehr geben wird. Am 31.12. soll der ausgeschaltet sein für immer von JJK1, wo wir da schon, sag ich mal so, ersten 12 Folgen fertig haben. Und auf YouTube sind, glaube ich, schon die ersten 10 Folgen, also bei der Playlist, die ersten 10 Folgen von JJK1 Server draußen. Oder? Oder? Doch, müssten eigentlich 10 sein. Folge 11, 12 habe ich gar keine Zeit, die zu veröffentlichen. Wie gesagt, das macht ja aber eigentlich eh keinen großen Sinn mehr, dort weiter zu Let's Playen. Wenn irgendwie so angesagt worden ist, dass der quasi für immer off sein soll, ne, wegen Inaktivität. Und deswegen machen wir das ja auch dann später ins Du. Ich frage mich. Ne, hier ist nicht das Spawn. Ach lol. Ach lol. Ach, leck mich. Ach. Ja. Also. Oh Gott. Ich bin in den Kreis herumgelaufen. Ja, ups. Ich bin im Kreis herumgelaufen. Lol. Ach, egal. Also, ich frage mich, ob man im Notfall hier irgendwie eine Hütte bauen. Muss jetzt auch nicht so bedingt sein, wie gesagt. So, wir machen jetzt mal eine etwas Hässliches. Es gibt auch jetzt einen Grund, warum wir auch heute in diesem finalen Stream, sag ich mal so, ne, nur weil da angekündigt worden ist, dass der bald inaktiv sein soll, heißt das nicht, dass er muss. Ich habe privat mit den Admins, sage ich mal so, nochmal gesprochen. Der Server könnte auch on bleiben. Der Server kann auch on bleiben, solange irgendwie eine Art und Weise, sag ich jetzt mal so, ne? Irgendwie eine Art und Weise gibt,
dass einer oder irgendwie hauptsächlich irgendeiner joint und sonst weiter nicht. Also grundsätzlich, dass dort gejoint werden soll. Wie gesagt, weil der Inaktivität und so weiter ist. Also nicht mehr bespielt wird, so richtig. Und deswegen streamen wir ja auch heute nochmal im finalen Livestream. Ich hoffe, es läuft alles. Ich hoffe, dass die Verbindung eigentlich so lange überhaupt ausreicht. Geplant ist circa bis 17 Uhr durchzuspielen im Stream. Genau. Post 2. Bin ich so böse? Ja, sorry. Damit Hauptsache ein kleines bisschen der noch irgendwie deren Art aktiv sein kann. Deswegen, wie gesagt, also es ist ja eigentlich geplant. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal hier den Mittelpunkt suchen, wo das eigentlich hier wieder rausgeht. Eigentlich geplant, ca. bis 17 Uhr zu streamen. Ich hoffe, dass, wenn dann überhaupt, hier der Stream auch bei Stand hält mit der Verbindung. Als kleine Markierung, damit ich weiß, wie hoch das jetzt geht. Wo ist jetzt genau? Ach, wir haben jetzt eine scheiß kleine Ecke. Okay. Also hier ist er dann Übergang zu dem Spawn. Okay. Grundsätzlich. Grand Man Fly. Na, das wollte ich ja eigentlich nicht, ne? Oh Gott, da müssen wir ein extrem kleines Haus bauen. Kleinen. Ich würde da mal sagen, dass man. Hier, ne? Wollte mir das bauen. Lass mal dann hier unser Haus bauen. Achso, ich hab's ja noch nicht gesagt. Vorsichtig mit den Obsidian-Glas. Bitte seid vorsichtig mit den Obsidian-Glas.
Der Obsidian-Glas ist zurzeit gerade unzerstörbar. Also bitte aufpassen, wo ihr den platziert. Ich mein's ernst. Gut. Ja, ich habe gerade eine Kuh gesehen, genau, und da ist eine Kuh. Auch freut mich, dass die Tiermod wieder, ja, zumindest einigermaßen klappt. Ist geil. So. Genau, hier so ein Anfang. Ich sollte eigentlich hier mal Trees verkaufen. Gut, dann heißt es, dass wir jetzt erstmal. Weitergehen. Das war weitergehen, erstmal hier dieses Apfelholz zu suchen, weil ich brauche Apfelholz. Ach so, ich frage, ich überlege mir, ob ich dann doch anstatt dieses normale Holz dann lieber die hier, ne, hier jetzt die Türstämme verkaufe. Erstes Mal gemalt. Ach so, Leute, falls ihr so grundsätzliche Fragen habt zum Spawn, warum ich zum Beispiel jetzt nur so wenig Protect habt um den Spawn, das ist allgemein, weil da jetzt eh eigentlich nicht so viele Sachen gebaut werden soll. Eigentlich grundsätzlich nur der Shop, aber weil das dann doch ein bisschen irgendwie zu leer aussah, sage ich jetzt so. Ne, weil der irgendwie zu leer war, werde ich hier auch vielleicht beim zweiten Stream, also quasi entsprechend nächstes Jahr, den allerersten Stream in nächstes Jahr, dann wieder irgendwie was fertig ist oder irgendwie so, dass ich den Stream geplant habe, werde ich dann wahrscheinlich hier entweder im Stream oder privat dann nochmal was dazu bauen und natürlich den Shop hier
erweitern, was wir noch gar nicht, also das ist quasi nur jetzt erstmal so, sag ich mal so. Also so vorerst der Stopp. Und ja. Also genau, hier ist Home Walker und aha, okay. Der hat das neben mir gemacht, genau. Gut, ich. Genau da. Jawohl. Ach, warte mal. Nee, nee, ich würde dann unser Haus hier hinsetzen. Ich würde unser Haus hier hinsetzen, weil da unten ist es mir ein bisschen zu unsicher. Na, komm. Bei was? Ach so. Nee, will ja allein. Macht mehr. Macht mehr Spaß. Genau, macht mehr Spaß. Ich weiß nicht, ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwie den Radius oder so vom Dwarf irgendwie das umstellen kann. Vielleicht auf 3 oder Maximum 2 Blöcken irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht. Also natürlich weiß ich nicht, ob der Walker jetzt irgendwie wirklich die gleiche Mod hat oder so eine ähnliche Mod. Oder die gleiche Mod, wie ich jetzt irgendwie bei seinem Server benutzt und so weiter. Und da irgendwie manuell was vielleicht umgescript hat oder irgendwie was angepasst hat. Aber das ist ja eigentlich das. Ein Hühnchen. Ich habe ja, also ich sag mal nicht den an.
wollen das jetzt bei dieser Fläche machen, wo dieses eine. Den JJK1 Server dann machen. Also das entspricht quasi in einer Stunde und 4 Minuten würde ich sagen, dass wir nochmal Normengard anpassen. So, bei welcher Ebene wollte ich jetzt eigentlich sein? Genau, bei dieser Ebene. Ja. Auf, egal. Bei dieser Ebene. Oh mein Gott, ich hab so viel Müll. Wie das denn? Ja, egal. Warum bin ich eigentlich so, ja, da muss ich ja natürlich jetzt ich möchte einen 10er-Schein kaufen und mit dem 10er-Schein mache ich 5 und mit dem mache ich 5. Okay, nee, ein Stack ist normal 99 noch. Schade. Ich dachte. Also ich bezweifle, dass der da eine. Das ist mir gerade ein bisschen Schnubbel. Wir machen. Am besten machen wir erstmal hier die Haustür hin, ne? Ja. Sekunde, Discord sagt mir irgendwas. Ach nee. Okay. Auch ich dachte schon. Warte mal, ich weiß jetzt nicht, ob das ausreicht. Und wir dann nicht zu sehr bei der Protection irgendwie bei Walter irgendwie auszusehen, was zu, also mit drin bauen lässt. Ne? Egal. Gut, mach ich mal 2 oder 3 Fenster breit? 3, ne? 1, 2, 3. Quasi entspricht hier. 1, 2, 3. Hier. Sieht irgendwie ein bisschen zu billig aus. Ja, der Eingang soll ja hier hin. 1, 2, 3. Zack, 1, 2, 3. Zack, 1, 2, 3. Nee, genau, hier. 1, 2, 3. Zack, 1, zack. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3.
Antwort 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. 1. Da. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. Genau. Zack. Okay, einige können sich schon langsam denken, was ich hier bauen möchte, ne? Genau, der Eingang soll dahin. Soll ja auch jetzt nicht zu groß werden. Wenn das ausreicht, machen wir jetzt hier nochmal. Ich weiß nicht, was er sagt. Wie gesagt, meine Eltern haben auch gesagt, ich soll eigentlich eher nicht den Google Übersetzer nehmen, weil da kann man ja natürlich auch, das sagt ja auch immer mal wieder irgendwie was anderes. Nee, der muss selber mal was zu essen finden. So, ich bin hier nicht sein Versuchskaninchen. Das habe ich von Sascha Kramer geklaut. Was mache ich denn da? Och Mann, ey, der nervt mich. Warte mal, Translator. Doch dein eigenes Essen. Was heißt jetzt hier, I am not cheating? This is be
weiter die Rowlets beschrieben. Gut, dann suchen wir mal. Oh mein Gott. Steht drin, muss ich jetzt auch noch sagen, oder was? Also ich würde es ja gerne nicht tun, aber wird das jetzt gerade noch so fortgesetzt, was auch immer der da was auch immer der da plappert, muss ich dann glaube ich die ersten Kick-Konsequenzen nehmen, weil ich weiß ja nicht. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich bloß Nerven in den Regionalen. Also, nicht Nerven. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Admin-Rechte ja geben. Das dürfen wir ja auch. Ich bin ja quasi der Admin diesen Livestream-Server. Gut, wir wechseln aber dann auch langsam um. Wir haben exakt 51 Minuten noch hier. Dann ist das, also dieser Livestream-Server off. Yeah, endlich. Der andere wird nicht besser sein. Also der ist irgendwie vielleicht ein kleines bisschen schlechter, würde ich sagen. Nach meiner Meinung. Nach meiner Meinung. Ja, man muss immer genug Essen mitnehmen. Diesmal werden wir auch mehr als knapp gerade eben mitnehmen. Ich frage mich, ob ich vielleicht bis zwei Stack Essen mitnehme.
gar nicht mal schlecht eigentlich. Eigentlich hasse ich irgendwie ein kleines bisschen Banane. Ich mach mal jetzt eine Umfrage über den einen Spieler. Dann nehmen wir mal. Ich dachte, der ist so unhöflich. Irgendwie. Ja, ich kenne ihn gerade, sein Problem. Der hat jetzt, der hat hier einfach wahrscheinlich die Regeln einfach nicht durchgesucht. Also. Also hier und da unten das Passwort nicht eingegeben, nicht gesehen oder irgendwie falsch eingegeben, keine Ahnung, aber der kann, also da hat die Baurechte nicht. Tja, muss er durch. Weil wie gesagt, man muss die Regeln kennenlernen, um hier wirklich joinen zu dürfen. Ich muss sagen, das ist ein Teil von meiner Lieblingsmod. Also, das sollte eigentlich jeder Server haben. Weil ich kenne ja auch schon einige, die einfach nur irgendwas bauen, Erdhäuser oder irgendwie, die das einfach extra machen oder einfach grundsätzlich irgendwie Scheiße bauen. Und wenn ich überhaupt einen kreativen Server vielleicht mal rausbringen sollte, dann definitiv ist das mir dann scheißegal. Da werde mir dann... ja, der Passwort ist... Ja, der ist... Ja, lang, weil der nicht so einfach sein soll. Ja, der Passwort soll auch natürlich nicht so einfach sein. Nicht so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oder so. Also das wäre ein bisschen zu pervers. Oder 1, 2, 3, 4, 5. Also, ich will einen schwierigen und etwas längeren Passwort. Und ihr dürft euch natürlich einstellen, dass ich natürlich immer andere Passwörter, aber grundsätzlich... Diese eine Mod, die das macht, die heißt New Player, also quasi neue Player in Deutsch gesagt jetzt hier, heißt die Mod, die das quasi macht, New Player. Ich finde egal, also und ich finde es auch irgendwie gerecht. Gut, es war doof, dass man das dann... also mal hier vielleicht als Vorlage beim Text das abschreiben muss, den Passwort, und dann einfach kopieren und reinsetzen, so die Regeln und so weiter, und Passwort auch vielleicht, ne? Aber ich finde es eigentlich besser, als sonst irgendwie so eine Blocktextur von Buchstaben zu geben, also so wie in JTK 1, da ist es ja auch per Blockweise. Ja, soll ich dir ausmachen? Sorry, aber, also ich könnte jetzt kreativ anmachen, ne? Ich könnte jetzt kreativ anmachen für mich und du bist überleben. Hahaha, nee, Fliegen ist bei mir so auch ein bisschen bedingt per Let's Play Sache. Oder auch wirklich für Notfall, wenn das sein muss, dass ich was cheaten muss.
Boah, der Sommer verflixt, der Sommer irgendwie verflixt in meinen Shop reinschauen und da. Also, Dschungel. Warte mal. Ja, egal. Wo ist... Ah, Schnee. Warte mal. Findet man beim Schnee? Nee, nee, findet man... Da oben. Da oben. Kommt man da irgendwie hoch? Ich will eigentlich jetzt nicht irgendwie so Blöcke mich nach oben bauen. Ach, die sind nicht da oben, die sind da. Man müsste doch, oder? Man kommt doch hier so hoch. Ach, geil, okay. Also Schafe habe ich quasi. Oder wir machen einfach den Baum hier unten. Das ist auch kein Problem. Also Schafe habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch keine gesehen. Vielleicht soll ich doch nochmal den Spawn-Chance bei Lua nochmal erhöhen. Weil aus irgendeinem Grund, irgendwie wegen der neuesten Version, gibt das bei mir nicht mehr. Mob. Unterstrich Spawn Chance war das, glaube ich, so allgemein für Con. Oder irgendwie sowas. Ach, egal. Egal. Existiert bei mir nicht mehr. Also quasi bei Settings und so weiter, wenn ich das Ganze suche. Jo. Spawn. Genau. Genau, das könnte man schon denken, was da sein soll. Gut, jetzt einpflanzen und ich hatte doch, ne, genau, Knochenmehl müsste es ja geben. Ja. Hey. Also ehrlich gesagt sind das auch so einige Mods einfach von meinem allerersten Server. Der habe ich ja damals gleich so als Server oder lokale Daten so, also Datenspeicher abgespeichert. Ne? Auch ich finde es eigentlich gut, naja, ich sag's mal so, fast außerhalb, außer Wald hat es gerade hier noch einer. Joint, also spielt. Finde ich ganz gut. Ja, wie gesagt, desto mehr Spieler sind hier drin, desto viel mehr freue ich mich irgendwie. Also die Bäume fast. Ich habe noch drei.
Lol. Ach, Kacke! Ach man, warte mal, ich muss jetzt mal, ich benutze SK, okay, warte mal. Man kann beim, man kann. Die 10. Was ist das, diese Steuerzeit? So, gut, Schaden. Also, so, für der 10 und nee, Dollar. Nein, doch. Das nervt mich. Frag mich, ob ich eine Abstimmung über einmal kicken mache. Und dann bam. Nee, Spaß. Ja, ich will mich ja natürlich mich mehr benehmen. Weil ja angeblich Gerüchte geht, dass sie irgendwie damals, also sehr viel früher, Spieler irgendwie oder fast unschuldige Spieler irgendwie raus gekickt, also gebannt habe, ohne Vorwarnung oder so. Ich habe das aber gemacht. Mehrere Vorwarnungen. Also erstmal hier im Chat. Allgemein so dies und das geblabbert, bitte unterlassen Sie es und so weiter. Es nervt oder zum Beispiel und irgendwie sowas. Aber also und dann langsam mit Kick. War ja auf alte Zeiten. Aber wenn zumindest bei anderen Spielern nicht solche ernsthafte Konflikte gibt, sage ich mal so, werde ich mich ja auch jetzt natürlich nicht mehr richtig hereinhängen, also eigentlich fast gar nichts mehr unternehmen. Nur wenn es richtig eskaliert, Drohungen oder sowas geplappert wird, sag ich mal so, dann greife ich vielleicht dann langsam wieder ein und langsam erstmal per Chat zu regeln oder versuchen zu regeln. Und ja, dass dann eben einfach hoffentlich Ruhe reinkehrt, weil ich muss protestieren, also ich banne ungern Spieler. Ich banne ungern Spieler. Aber wenn sein. Scheiße!
Und MSG, genau. MSG. Dass ich jetzt nicht benennen kann. Dieser. Ich habe doch Walker eingegeben. Sechs. No. No. Ach, da kann ich jetzt einfach mal so schreiben. Oh, Scheiße. Ja. Was war denn das denn? Ey, pur ekelhafte, pure Sau. Sex, Chat, 99. Sex, ach oh Gott, Sex, Chat, 39, 69.site. Bitte unterlassen Sie es. Sonst muss ich Sie aus den Live-Stream zumindest im den Livestream so blockieren und rausschmeißen. Ich sag's mal so, ich bin minderjährig. Ich sag's mal so, ich bin keine 18. No 18 years old. Bitte unterlassen Sie es. Bitte unterlassen Sie es. Das ist. Ja. Also. Damit Sie es wissen oder so, grundsätzlich, ich will keine Freunde.
Immer. Mann. Also, da sind sie dann hier am falschen Platz. Scheiße. Warte mal, ich hab 14 Uhr angefangen, ne? 14, 15, 16. Ach nee, sorry, ich wollte ja keinen, nee, nicht bis 17 Uhr machen, ich wollte ja bis 18 machen. Genau, ich wollte ja knappe 4 Stunden machen, also 4 Stunden so mein Test. Damit jetzt noch jeder sich verbinden kann, zum Beispiel jetzt. Und damit derjenige jetzt das auch jetzt nicht so verpasst oder was Kleines bisschen verpasst. Nein, ich möchte keine Freundin haben. Ich möchte keine Freundin haben. Also ich habe auch ja bis jetzt keine. Und eigentlich... Och nee, wieso immer der? Kriegt man nicht das so, was ich denke? Ist das so richtig geschrieben? Ich muss immer, weil das ja sich so ähnlich anklingt oder genauso, muss ich irgendwie denken, dass es irgendwie so irgendwie so ein Gerief, also so irgendwie so Richtung Cheaten und irgendwie was so ist. Oh mein Gott, erster Schaf ever. Es ist ein Schaf hier. Ja, es ist nicht das erste Mal, wo ich den Namen gesehen habe. Weil genau deren, oder wie sag ich denn das jetzt am dümmsten? Hey, genau diesen Namen hatte ich, glaube ich, eins von meinen Online-Server. Online-Server gesehen. Deswegen. War mir ein bisschen komisch und ich glaube, es war sogar auch jetzt bei gerade Beginn oder knapp Hälfte von einer Aufnahme von mir, wo ich dann quasi so pausieren musste und dann quasi Hälfte aufnehmen musste und dann erstmal pausieren musste, weil ich dann den bisschen Kontro also den ein kleines bisschen beobachtet habe oder beobachten wollte, weil der Name ist schon bisschen dreist, sag ich jetzt so. Genau, Teilnehmer ist jetzt gerade nicht so da. Also ich mache jetzt mal so eine Livestream-Update. Also hier lang. Genau, okay. Oh, ich dachte schon. Also, ich will nicht wissen, was da jetzt los war. Naja, es ist ja...
eigentlich ja noch normal. Also, wenn der jetzt irgendwie wirklich keinen Hacker-Clint anhat oder so, oder irgendwie weiße, deren Art erwischt ist, wo oder worden ist, oder irgendwie auffällig ist, dann geht's ja. Aber ich muss sagen, der Name ist schon. Ich glaube, sowas muss ich auch noch unterstellen. In der Regel, aber ich glaube, das macht ja keinen Sinn, weil man muss ja eh erst sich registrieren und dann, wenn man drinne ist, mit dem Namen, dann sieht man quasi erst die Regeln. Also von daher ist es eigentlich sinnlos, das jetzt hier einzubringen, sozusagen noch einzubringen, oder jetzt im Forum einfach ganz klar ankündigen. Bitte, wenn ihr joint, nicht Namen wie Hacker oder wie gesagt, Griefer 123 oder 1143901 oder irgendwie sowas. Irgendwie nicht sowas Verdächtiges, weil das ist immer Kacke. Sozusagen auch Kacke für die Admins. Frag mich, warum ich eigentlich mich nicht kümmere, damit man. Warte mal, ja, nee, gibt's noch nicht, ne? Welcome, ich gehe mal nur ganz rüber, ja? ja, wir machen mal. So, Spawnshot, genau. Dann machen wir mal ganz kurz, damit man Hauptsache irgendwas, sage ich mal so, selber verkaufen kann. Nochmal so ein Ding hier. Oder nee, doch, ja. Also grundsätzlich nochmal, Default Tree. Muss ich, ja, scheiße. Da war ja was. Okay, dann machen wir mal das ganz kurz hier weg. Oder? Ne, wir belassen ihn mal erstmal. Dann mach ich dann privat. Mache ich dann privat einmal dieses normal Tree Shop. Nochmal hinsetzen und damit man haben Sache etwas natürlich dann. Kann man den Chat nicht größer machen? Genau, sowas. Wo ist denn der Anfang? Fehler, Fehler, Fehler. Fangen wir an mit Inventor. Ach so, das war ja, wo ich dann ja später privat jetzt nochmal die Shops da angepasst habe. So und so und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass The Balkan doch irgendwie herausgefunden hat, wie man die Kundenstand da zu einer anderen geben konnte.
eigentlich hatte ich ja keine Zwang. Nee, ne? Gibt's eigentlich nicht. Grandwalker? Nee, hier ist gerade noch nichts. Default Apple. Oder ich sehe das gerade ja halt gerade nicht. Ach, egal. Ja, gut. Dann ist das jetzt. Ich gehe mal zur aktuellen Seite. Jetzt bin ich ganz und egal. Ja, wie gesagt, man, eigentlich sollten die Spieler, also normalen Spieler, auch und zumindest in der Lage sein, wie gesagt, wie eine echte Girokarte oder EC-Karte, sag ich mal so, Geld über Kontostand so auszutauschen. Also quasi so Überweisungen. Eigentlich sollte das eine spezielle Richtung gehen. Also so konkret weiß ich das auch nicht. Ich kenne ihn halt ja nicht richtig. Aber egal. Ja, gut. Kombiniert er mir die $20, dann können wir ja auch damit anfangen. Richtig jetzt automatisch bekommen. Ich gucke da einfach mal wieder nach oder so. Also übrigens, holt euch das, was ihr noch im Shop bekommen könnt. Eine klare Ansage. Holt euch das, was ihr noch bekommen könnt. Weil ich werde es dann definitiv nicht wieder auffüllen. Genau. Ja. Was brauche ich denn eigentlich? Machen wir eher normal oder dieses Holz? Normal, ne? Ja. Ja. Nee, warte mal, es buggt wieder. Ich fürchte, es buggt wieder. Monet Set Swear Unterstrich Live. So, damit es genau, damit es erstmal auf Null ist, damit ich dann weiß, okay, wurde wieder gut. Jetzt den Scheißkram wieder raus. Keys machen wir erstmal weg. Vielleicht können wir das später noch gebrauchen. Ja, das ist jetzt gerade eine Abschiedvariante. Da muss ich dann noch mal gucken. Oh ja, nee. Ach ja, das ist. Ach nee, doch. Ach nee, das ist doch schon not egal. Ah, okay. Zum Glück habe ich das auf 1 gemacht. Nicht auf plus 2 oder so. Dann hätte man mehr bekommen. Eigentlich ist das jetzt scheißegal. Okay, dann kann der Script auch so bleiben lassen. 2, 5, 4, 5er. So, dann kaufen wir also fünfmal eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Jetzt haben wir ja natürlich unser ganzes Geld wieder verbraucht. Ich lasse jetzt mal die Nacht an. Ich lasse jetzt mal die Nacht an.
Ja, eigentlich können wir uns hier ja schützen, oder zumindest im Haus, weil jetzt kommt ja Skeletten. Also ich habe das Gamma noch mal ein bisschen höher gestellt, damit. So bedeutet das. Genau. Wie gesagt, also das, was ich jetzt hier baue, muss jetzt auch nicht so schön sein. Aber. Ja, ich sage etwas. So, die letzten paar Minuten. So, noch 11 Minuten. Dann wechsle ich zu JDK1. Ich zweifle jetzt nicht mehr so richtig dran, ob das noch wächst. Aber wir probieren es mal. Habe ich mir noch mehr? Ja. Gut. Ach, hätte ich jetzt doch mein Geld nicht so richtig ausgegeben. Also ich habe ja noch, ich habe ja noch Kobbel. Naja, Hauptsache etwas. Das wäre es jetzt, wenn ein Monster mich von hinten angreift. Aber ich muss eigentlich so eine. Könnte man ein. Könnte man eigentlich auch irgendwie so eine, wie sag ich jetzt, so eine Knochenfarm sagen. Also wir können eigentlich theoretisch eine Knochenfarm machen. Irgendwie sowas. Weil die ja bei Helligkeit, egal Tageslicht oder so Fackeln und Lichtlampenblöcken hier, dass die dann so sterben. Könnte man theoretisch machen, muss man ja aber auch nicht. Aber kann man ja theoretisch machen. Gut.
mein Gott, seit fast 3 Stunden live. Also, nice. Also, geil. Geil. Das ist dann auch bisher quasi mein längsten Stream. Auch wieder seit der Sperrung. Weil ja, davor habe ich ja eigentlich auch mal 8 Stunden gestreamt. Aber vielleicht knapp die Hälfte war schon mir so richtig ein bisschen langweilig. Da wusste ich nicht mehr so richtig klassisch, was ich machen wollte. Und ja. Aber wie gesagt, das wird dann nur immer so beim Finalstream kommen, dass wir maximal circa 4 Stunden hier streamen werden. Weil das doch schon abnormal. Wie sage ich das jetzt? Weil das schon abnormal bisschen. Ach, was kann man denn jetzt sagen? Abnormal, der eine hat wieder einen Bogen. Ach, der ist weg, okay. Gut, 3 Minuten. So. Okay, die 20er waren gerade irgendwie nicht von Wildcard. Ich glaube, ich bekomme die einfach so, kann das sein?
dem ich gerade auf irgendeine Zeit abwarte und dann baue. Und jetzt habe ich wieder 20 Kontostand. Ach, das ist doch schön, oder? Schön. Damit wir auch dafür etwas geschafft haben, werde ich die 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Also wenn Leute jetzt das wirklich wissen wollen, was ich hier baue, sagt einfach jetzt schon, das wird eine Villa. Zumindest eine kleine Villa. Ob ich irgendwie mit kleinen Garten und Pool baue, weiß ich noch nicht. Können wir dann so da hinten dranhängen oder so? Aber grundsätzlich. So. Hauptsache, wir haben es so weit geschafft. Gut, dann würde ich mal sagen, dass wir Serverwechsel machen. Genau. Dass wir vielleicht jetzt erstmal 10 Minuten Pause machen und dann nochmal in den JK1 Server gehen. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt.